Danke, Mama. Möchtest du Peppa lecken? Nein, danke. Die Mama fragt, ob sie... Was geht, Freunde der Außenwelten, recht herzlich willkommen, wir switchen rüber und let's rock. Was ist das denn? Das Feuerwehrauto. Nein, es ist... Eine Alarmanlage? Nein, sie sind Neon. Sie sind Neon. Das ist auch immer eine geile Alarmanlage. So einen möchte ich auch haben. Hallo, La. Hallo, La. Essenszeit für alle. Essenszeit für alle. Alexander mag es gern, wenn man spielt, dass ein Flugzeug der Löffel ist. Ja. Oha. Oh, ein weiter Sprung. Das ist ein neuer... Das war kein weiter Sprung, das war ein knallender Sprung. Der Weltrekord. Was? Hier sind die Champions im Laufen, im Springen, im Schwimmen. Sehr interessante Schwimmart, die kann ich auch. Papa Wutz ist der Meister. Das war nicht... Um in die Pfütze zu springen, muss ich in die Pfütze springen. Sehr interessante Weisheit, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Musst du nicht auch Rennen üben? Nein, Peppa. Oh. Musst du wenigstens Liegestütze machen? Nein, Peppa. Ich muss schlafen und von Pfützen träumen. Ja, ich dachte, die Pfütze springen. Ich dachte, um in die Pfütze zu springen, muss er in die Pfütze springen, nicht um von den Pfützen träumen. Du darfst nicht mit dem Kopf nicken und auch nicht blinzeln. Ja, das wird aber eine Herausforderung, du. Peppa hat das Spiel verlassen. Ja, gut, ich meine, ich hätte es nicht anders gemacht. Ich rufe Dr. Braunbär an. Ja. Junge, wenn mein Telefon so klingeln wird, würde ich es dreimal in den Mann schmeißen und dann drauf scheißen. Hallo, Madame Gazelle. Ihr spricht Doktor. Ein Kind ist krank. Panik. Wenn ein... Panik, einfach so. Der Arzt antwortet dir einfach Panik. Scheiß mich ein, Alter, schnell vor, ich rufe meinen Arzt an. Ja, ich bin krank, ich habe Coronavirus. Panik. Einer Husten hat? Kann es sein, dass einer Husten hat? Ich fürchte, sie schmeckt besonders gut. Schmeckt ja wie Marmelade. Oh. Juhu, der Hubschrauber geht in die Luft. Okay, das war wörtlich genommen. Super, das schmeckt wie Marmelade. Da würde ich nur noch Medizin essen. Oh, das laut. Was ist los? Ich kann pfeifen, aber alle anderen können das nicht. Möchtest du den Löffel ablecken? Ja, ich bin traurig, wenn alle anderen das können, was ich nicht kann, was ich kann. Wenn alle anderen das nicht können, was ich kann, dann wäre ich super traurig, na klar. Nein, danke, Mama. Möchtest du Peppa lecken? Nein, danke. Die Mama fragt, ob sie... Danke. Ich möchte lieber bei Lula anrufen. Na klar, Peppa. Das ist eine lange Nummer, du. Guten Tag, Frau Wutz. Guten Tag, Frau Locke. Ach, die sagt Frau Wutz und nicht Mama Wutz. Wenigstens war sie noch so freundlich und hat guten Tag gesagt. Da kann man sich nicht beschweren. Schorsch macht aus dem Vulkan einen Spielzeugkorb. Das Gute an... Das wird auch ein heißer Spielzeugkorb, Alter. In Regentagen ist, dass man sich mal spannende Fernsehsendungen ansehen kann. Linus und Linus haben aus unserem Kinderzimmer ein Kinderzimmer gemacht. Und im Kinderzimmer ist es jetzt zu laut. Sehr schwerwiegender Fall hier. Oh, das war's. Schade. Ach Mann, das war cool. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan, abonniert. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.